Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem dritten Webinar zum Thema Advanced TV. Das Interesse an Advanced TV wächst zunehmend, logischerweise auch die Relevanz und die Aufmerksamkeit. Gleichzeitig vergrößern wir als Goldbach stetig unser Portfolio, indem wir Smart TV-Hersteller wie Samsung, LG und Philips begrüßen dürfen. Wir definieren Advanced TV als all das, was passieren kann auf dem Big Screen, wenn er mit dem Internet verbunden ist. Damit erobern natürlich auch OTT-Plattformen wie Waipu oder Rakuten den Fernseher. Dazu kommen noch Peripheriegeräte wie Amazon Fire Stick, Apple TV, Set-Top-Boxen oder auch Spielekonsolen. Zum Thema Connected TV haben wir mit unserem Mutterhaus Goldbach in der Schweiz nun bereits im vierten Jahr eine Studie zum Nutzungsverhalten und zur Werbeakzeptanz auf Smart-TV-Geräten durchgeführt. In diesem Jahr haben wir uns entschlossen, die Abfrage auf Connected-TV-Geräte auszuweiten. Was das im Einzelnen bedeutet, dazu bitte ich jetzt meinen Kollegen Mario Neumann, uns dann diese diesjährige Studie halt vorzustellen. Mario? Vielen Dank, Robert, für das Intro. Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Goldbach-Studio in Unterföhring und herzlich willkommen zu unserem dritten Advanced TV-Webinar. Bevor wir starten, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Mario Neumann. Ich bin seit 20 Jahren jetzt in der digitalen Medienvermarktung aktiv und seit Herbst letzten Jahres bei der Goldbach tätig. Davor war ich 5 Jahre bei der Xring AG für den Aufbau der Werbevermarktung für die OTT-Plattform Waipu TV verantwortlich. Bei Goldbach leite ich den Bereich Advanced TV, eine Bewegtbild-Mediengattung, neben drei weiteren Mediengattungen, in der wir vermarktungsseitig aktiv sind, nämlich Digital Out of Home, Online-Video und TV. Warum das Thema Advanced TV für uns so wichtig ist, zeigt sich an dem veränderten Mediennutzungsverhalten. Premium-Video-Content ist nach wie vor still king, wenn es um das Thema Medienkonsum geht. Aber das traditionelle lineare Fernsehen ist nicht mehr der einzige Ort, an dem diese Inhalte empfangen werden können. Mit unserer Studie haben wir diese neue Mediengattung Advanced TV näher beleuchtet. Vorweg noch eine kurze Einordnung der Begrifflichkeiten und unser Verständnis von Advanced TV. Wir orientieren uns bei der Charakterisierung von Advanced TV an der IAB-Definition, die von Advanced TV spricht, wenn TV-Inhalte und auch TV-Werbung nicht über die herkömmlichen Empfangswege wie Kabel, Satellit oder Rundfunk übertragen werden, sondern IP-basiert erfolgen. Das IAB fasst unter dem Begriff Advanced TV verschiedene Formen zusammen, wie Connected TV, also die Geräteperspektive, das Thema OTT, also die Videoinhalte, die IP-basiert und nicht per Satellitkabel oder Rundfunk übertragen werden, neue Geschäftsmodelle im IPTV-Bereich wie TV Everywhere, aber auch die Möglichkeit, Werbung und Inhalte zielgruppenspezifisch, also getargetet, adressiert, auszuspielen, addressable TV. Aus Werbesicht, vereinfacht gesprochen, sprechen wir von Advanced TV, wenn die Bespielung von Werbeflächen im TV IP-basiert erfolgt. Dafür haben wir die Mediengattung Advanced TV in drei Produktsegmente unterteilt. Zum einen die sogenannten Smart TV Ads. Dabei handelt es sich um Display- und Videoformate, die auf dem Smart Hub, also sprich dem der Benutzeroberfläche der verschiedenen Smart-TV-Hersteller ausgeliefert werden können, sind in dem Sinne In-Page-Werbeprodukte. Dann Addressable TV-Ads. Hier handelt es sich ähnlich wie bei den Smart-TV-Ads auch um Formen der Display- und Videowerbung. Allerdings mit zwei Unterschieden. Zum einen ein technologischer, die Ausstrahlung der Werbung erfolgt hier über die HBBTV-Technologie der Impuls kommt aus dem linearen TV-Programm. Last but not least, das Segment der Connected TV Spots.
Hierunter subsumieren wir jegliche Form der In-Stream-Videowerbung, die auf einem Connected-TV-Kanal erfolgt. Unabhängig, ob es sich hierbei um digitale lineare Streams handelt oder VOD to linear oder Mediatheken oder dergleichen. Die Präsentation, am Ende der Präsentation wird es nochmal die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wir sammeln aber auch Fragen während des gesamten Vortrages. Haben Sie die Möglichkeiten, in dem Chat entsprechend Fragen zu stellen, die wir dann auch in dem letzten Slot Q&A mit aufnehmen und beantworten. Robert hatte es eingangs schon erwähnt, dass wir in dieser Studie die Begrifflichkeit von Smart TV auf Connected TV ausgeweitet haben. Das haben wir gemacht, um das Medium vollumfänglich abzubilden, also inklusive der Anschlussmöglichkeiten wie Streaming-Sticks, Spielekonsolen und Ähnliches. Noch ein Hinweis vorweg, die nun folgende Präsentation kann selbstverständlich auch über unsere Website kostenlos bezogen werden. Die Studie trägt den Titel »Das digitale Fernsehen ist angekommen« und ist im Prinzip ein Fazit der Ergebnisse, die nämlich zeigen, dass Connected TV zu einem festen Bestandteil der Fernsehgewohnheiten geworden ist und sich als ergänzendes Angebot zum klassischen TV etabliert hat. Wir haben in der Ergebnispräsentation nochmal eine Definition der wichtigsten Begrifflichkeiten, die wir benutzen, vorgenommen. Ja, auch bevor ich in die einzelnen Ergebnisse reingehe, hier nochmal im Schnelldurchlauf das Thema Advanced TV. Wir hatten es eben schon gesehen, dass die Möglichkeit, TV-Inhalte, egal ob Content oder Werbung, IP-basiert auf dem Fernsehgerät zu übertragen. Connected TV, Fernsehgeräte, die mit dem Internet verbunden sind, sei es nativ wie Smart TVs, die über eine integrierte Internetfunktion verfügen, oder aber auch Fernseher, die über Peripheriegeräte internetfähig gemacht werden. Smart TVs oder auch Hybrid TVs, die über die entsprechende integrierte Internetfunktion verfügen und mit denen man halt eine Vielzahl von Apps und interaktiven Funktionen sowie webbasierten Inhalten abrufen kann. Das Thema HBBTV, also Hybrid Broadcast Broadband TV, ein technischer Standard, welcher die Möglichkeit schafft, lineares Fernsehen mit digitaler Werbung zu verbinden. Das heißt, Voraussetzung für den Empfang ist hier ein an das Internet angeschlossenes HBBTV-fähiges TV-Gerät. Dann Definition Addressable TV. Für uns in der Definition ein Modell des Advanced TV. Und in diesem Modell kann man Werbebotschaften entsprechend zielgruppenspezifisch im linearen TV ausstrahlen. Dann Video on Demand, also die Möglichkeit, Online-Videodienste abzurufen über das TV-Gerät. Und last but not least, das Thema OTT, also Over-the-Top-Inhalte, bezieht sich auf Videoinhalte, die über eine Internetverbindung und nicht halt über Kabel oder Satellit bereitgestellt werden. Dabei kann es sich sowohl um Livestream als auch um Video-on-Demand-Inhalte handeln. Zur Studie, wir hatten im Januar und Februar bereits zum vierten Mal unsere Advanced-TV-Befragung im Dachraum im Feld. Befragt wurden online Personen im Alter von 16 bis 69 Jahren. Insgesamt haben wir für die Studie 3.500 Fragebögen ausgewertet. Schauen wir uns im ersten Teil nun die Themen Bekanntheit, Art und Nutzung von Connected TV an. Connected TV hat einen sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad in der Grafik im linken Segment zu sehen. 84% der Befragten kennen Connected TV. Und wenn wir uns den mittleren und rechten Segmente anschauen, Thema Nutzung und regelmäßige Nutzung, so ist die Nutzung besonders stark in der jungen Zielgruppe. Mit über 70% der 16- bis 49-Jährigen nutzen Connected TV. Und knapp die Hälfte davon sogar regelmäßig.
dass Connected TV einen festen Platz im Wohnzimmer gefunden hat, zeigt sich hier bei dem Thema Verfügbarkeit. 74% aller Dachhaushalte verfügen über zumindest ein internetfähiges Gerät. Besonders interessant fand ich hier an der Stelle den Vergleich zum Vorjahr in Bezug auf das Thema Zweit- oder Mehrgeräte. Das hat sich nämlich im Vergleich zum Vorjahr um 43% gestiegen. Das heißt, 43% verfügen im Vergleich zum Vorjahr über ein zweites Connected-TV-Gerät. Und von allen Connected-TV-Geräten sind 90% an das Internet angeschlossen. Die Nutzung erfolgt bei rund 3/4 aller Befragten direkt über Smart-TV-Geräte. Und die übrigen Befragten verwenden Peripheriegeräte wie Streamingboxen, Streamingsticks oder aber auch Spielekonsolen. Und wenn man sich die Nutzung über die Zusatzgeräte genauer anschaut, dann sieht man, dass die Top-Brands in den jeweiligen Segmenten dominieren. So erfolgt bei den Befragten 50% der Streamingbox-Nutzung über Apple TV, 75% der Streaming-Stick-Nutzung über Amazon Fire TV und ebenfalls 75% der Spielekonsolen-Nutzung über Sony PlayStation. Wir haben uns auch näher mit den Zusatzfunktionen des Connected TV beschäftigt in der Studio, also der Möglichkeit, zum Beispiel Apps auf dem Fernsehgerät zu nutzen. Diese sind nahezu jedem bekannt. Und mit 87% werden diese auch über alle Zielgruppen hinweg stark genutzt. Was ganz interessant ist, hier ist im Gegensatz zu online ist der Connected TV, wie auch das klassisch lineare Fernsehen, ein One-to-Many-Medium. Im Schnitt sitzen 2,3 Personen zusammen vor dem Big Screen. Im Vergleich zum letzten Jahr waren es 2,01, also auch hier sehen wir eine Steigerung nicht nur in der Nutzung, sondern auch in der Anzahl der Personen, die vor dem Fernsehgerät sitzen. Stichwort Nutzung. Schauen wir uns nun näher an, wie die Nutzung von Connected TV aussieht. Die Nutzungsdauer der Zusatzfunktion steigt weiter an. So ist die durchschnittliche Nutzungsdauer bei den Befragten gegenüber dem Vorjahr um 30 Minuten auf 2,5 Stunden angestiegen. Besonders hoch ist auch hier wieder die Akzeptanz bei der jungen Zielgruppe der 16- bis 29-Jährigen mit über 3 Stunden. Die Nutzung von Red Button bzw. HBBTV-Inhalten hält sich stabil auf hohem Niveau mit 62%. Wenn man sich das Thema Apps und Videofunktionalität anguckt, hat sich die Nutzung im Schnitt um 8% zum Vorjahr gesteigert. 87% der Befragten nutzen diese zusätzlichen App- und VOD-Funktionalitäten, 62% davon sogar regelmäßig. Auch hier sticht vor allem die junge Zielgruppe heraus. Mit 73% der 16- bis 29-Jährigen findet eine regelmäßige Nutzung der App und VOD-Funktionalitäten statt. Daher ist es nicht wirklich überraschend, dass am beliebtesten Streaming-Apps sind. Besonders häufig werden mit 84% die VOD-Apps verwendet, gefolgt von den TV-Apps mit 46%, Music-Apps mit 27% und Sport-Apps mit 23%. Die TV- und Sport-Apps werden mit einem Plus von 5% zum Vorjahr eher von älteren Zielgruppen und Männern genutzt, während bei den Jüngeren und Frauen das Thema VOD und Social-Media-Apps mit 10% Wachstum zum Vorjahr eine verstärkte Nutzung zeigt. Als Erklärung für diese starke Frequenz bei der Nutzung werden bei allen Zielgruppen der einfache Zugang zu mehr Inhalten und die flexibleren Sehmöglichkeiten genannt. So begründeten 90% der Befragten die Nutzung von Apps auf dem Connected TV mit der viel größeren Inhaltsauswahl und exklusiven Inhalten, welche nicht im normalen TV zu sehen sind.
84% nannten die zeitliche Flexibilität und 82% die gezielte Inhalteauswahl als Grund, also nach dem Motto, ich bin mein eigener Programmchef. Thema Werbung, Nutzer von Connected TV und App-Nutzung, nicht nur Werbung, Entschuldigung, Nutzer von Connected TV verwenden durchschnittlich 2,5 kostenpflichtige und 3 kostenfreie Apps. Dafür werden im Monat zwischen 10 und 29 Euro ausgegeben. Besonders interessant fand ich hier in der Studie im Vergleich zu den letzten Jahren und auch die Erfahrungen, die ich bei Excellent gesammelt habe, dass 2/3 der Nutzerschaft von kostenpflichtigen Apps Werbung akzeptieren würden, wenn die Inhalte kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und ich erinnere mich noch an eine Zeit im Aufbau der Fernseh-App, wo viele Nutzer bereit waren, eher einen Euro mehr auszugeben, um Werbefreiheit zu genießen. Das scheint sich bei dem Großteil der Nutzer gedreht zu haben. Stichwort Werbung. Schauen wir uns abschließend noch die Werbewahrnehmung auf den Connected TV-Geräten an. Die Werbewahrnehmung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7% gesteigert. So nehmen 42% der Connected TV-Nutzenden die Werbung im Connected TV-Umfeld wahr. Beziehungsweise, wenn man sich dann nochmal das Thema 30- bis 49-Jährige anschaut, sind es 46%. Das ist ein Plus von 14% zum Vorjahr. Wie ich finde, auch eine sehr spannende Entwicklung. Zeigt es doch, dass hier auch zunehmend Inhalte genutzt werden im AVOD-Bereich, also im werbefinanzierten Inhaltebereich. Wie empfinden die Nutzer Werbung? Die Mehrheit der Nutzer steht Werbung positiv gegenüber. Sogar haben 50% der 30- bis 49-Jährigen an, dass Werbung für sie vollkommen in Ordnung ist. 55% der 30- bis 69-Jährigen finden sogar, dass Werbung nützliche Hinweise über Produkte gibt und 44% empfinden Werbung als hilfreich. Das war der Sneak Peek in unsere Befragung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Connected TV sich als ergänzendes Angebot zum klassischen TV etabliert hat. Das Interesse ist vor allem wegen der einfachen Nutzung und des vielfältigen Angebots sehr hoch. Und die Studie zeigt auch, dass jüngere Zielgruppen vermehrt App- und VOD-Angebote nutzen und die Akzeptanz für Werbung signifikant zugenommen hat. Damit bin ich am Ende der Präsentation und stehe für Fragen noch zur Verfügung. Ich schaue mal, ob schon Fragen eingegangen sind. Ja, ein paar. Okay, das hat jetzt weniger mit der Studie zu tun. Wieso die Aufteilung in die 3 Produktsegmente? Ja, vielleicht hier der Hinweis zum Thema Einordnung der Begrifflichkeiten. Wir hatten im Dezember in dem ersten Webinar zum Thema Advanced TV diese Einordnung von Advanced TV auch noch einen stärkeren Blick auf das Thema Produkte, Produktsegmente geworfen. Da die Bitte, wenn da noch Fragen zu sind oder Sie tiefer nochmal eintauchen möchten, kommen Sie da gerne auf die Kollegen oder mich zu. Wir stellen dann diese Aufzeichnung des ersten Webinars Ihnen gerne nochmal zur Verfügung. Kurze Antwort an der Stelle. Die 3 Produktsegmente differenzieren im Prinzip einmal die Werbeformen in der Benutzerführung eines Smart-TV-Gerätes in Form von Display und Video. Da unterscheiden wir einmal von Werbeformen, die in der Benutzerführung stattfinden. Das sind dann die Smart-TV-Ads. Abgegrenzt dazu der technische Unterschied im HBBTV-Umfeld aus dem linearen TV-Programm heraus mit Addressable TV. Und von den 2 Produktsegmenten im Bereich InPage dann nochmal abgegrenzt das Thema
Videowerbung, TV-Werbung in Stream, Connected TV Spots. Das ist die Erklärung dafür. Weitere Frage, hat Corona Einfluss auf die Entwicklung gehabt? Ja, wir sehen, dass diese Entwicklung sehr, sehr stark nutzergetrieben ist. Natürlich hat die technische Bereitstellung und Bereitschaft das Thema getrieben. Wenn wir uns Zahlen angucken, zum Beispiel von Vermarktungspartnern aus dem OTT-Plattform oder auch Smart-TV-Bereich, dann wissen wir, dass der Absatz von Smart-TV-Geräten im letzten Jahr deutlich zugelegt hat. Ich finde in unserer Studie sehr bezeichnend hier diese Zahl von 43% der Zweitgerätenutzung zum Vorjahr. Ich denke schon, dass das sehr, sehr stark auch mit der Corona-Pandemie in Zusammenhang gebracht werden kann. Plus auch dieses hohe Wachstum im Bereich A-Wort, was die Inhaltenutzung angeht. Ist Werbung auf dem Smart-TV und TV 1:1 gleichzusetzen? Also, jein. Also, wir haben mit den Connected-TV-Spots haben wir schon die Möglichkeit, 1:1 das, was ich heute im klassischen linearen TV als TV-Spot platziere und ausliefere, auch im Connected-TV-Umfeld zu verlängern. Hier würde ich von schon einem 1:1-Verhältnis sprechen. Anders ist das natürlich im Bereich der Smart-TV-Ads oder der Addressable-TV-Ads. Das sind interaktive Werbeformen, die nicht innerhalb des Bewegtbildes, sondern in der Nutzungssituation vor der eigentlichen Stream-Nutzung stattfinden, mit der Möglichkeit, auch interaktive Funktionalitäten hinterzulegen, also ja, auf Apps zu verweisen, auf Landingpages zu weisen und dergleichen. Das wäre da die Differenzierung. Wie verhält sich die Connected-TV-Nutzung im Vergleich zur linearen TV-Nutzung? Das haben wir uns auch angeschaut. Die Studie hat gezeigt, dass die durchschnittliche Nutzungsdauer pro Tag im linearen TV bei knapp 2 Stunden overall liegt, während die Nutzung der Zusatzfunktion bei, ich hatte es vorhin auf dem einen Chart gezeigt, mit 30 Minuten plus zum Vorjahr bei 2,5 Stunden liegt. Wir wissen von Vermarktungspartnern wie zum Beispiel Samsung, dass auch dort dieses Verhältnis Nutzung zwischen linearem TV und Streaming pari ist. Ich glaube, in der aktuellsten Studie von Samsung zeigt sich, dass 51% im Streaming-Bereich Nutzungsdauer versus 49% im linearen TV. Wie gesagt, bei uns sind es in der aktuellen Studie 2 Stunden linear versus 2,5 Stunden Streaming. Ups, rausgegangen. Ist Werbung Smart-TV-Hersteller unabhängig? Ja, sie ist sogar nicht nur Smart-TV-Hersteller unabhängig, sondern auch OTT-Plattformen übergreifend. Also die Smart-TV-Ads, die sind ausspielbar auf aktuell Samsung, LG und Philips bei uns. Wir haben dort für die Run-of-Network-Platzierung entsprechenden einheitlichen Standard geschaffen, was die Werbemittelspezifikation angeht, sodass die Hersteller übergreifend ausgeliefert werden können. Und was das Thema Connected TV Spots angeht, gilt das ebenso. Diese sind Hersteller und auch OTT-Plattform übergreifend als Netzwerkrotation buchbar. Wie nimmt die junge Zielgruppe die Werbung auf? Ist die Nutzung ähnlich akzeptiert wie als bei Online-Video-Werbung? Die Segmentierung der Werbewahrnehmung haben wir jetzt nicht in den einzelnen Alterssegmenten aufbereitet. Müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen,
in den Studienergebnissen und Befragungsergebnissen, ob wir diese Matrix, diesen Altersbreakdown versus Wahrnehmung, ob wir die auch auswerten können. Ich sehe leider nicht, wer diese Frage gestellt hat. Ich würde denjenigen bitten, dass er vielleicht dann nochmal auf seinen Ansprechpartner bei Goldbach oder mir nochmal eine Mail schreibt mit der Frage, würde ich nachgucken und dann gerne auch nochmal beantworten. Habe ich jetzt nicht direkt parat, leider. Das war's an Publikumsfragen. Vielleicht dann noch zum Schluss. Es wird nach dem Ende des Webinars noch eine Umfrage geben. Ihre Meinung ist da sehr, sehr wichtig. Würde mich sehr freuen, wenn Sie kurz sich 3-4 Minuten nehmen und an der Umfrage teilnehmen. Diese Webinarreihe Advanced TV, die wird weitergehen. Wir werden eine kleine Sommerpause machen und dann im Spätsommer mit dem 4. Webinar im Bereich Advanced TV kommen. Vorstellbar an Themen wäre zum Beispiel das Thema Sonderwerbeform. Wir sind hier mit unseren Smart-TV-Herstellern als auch den OTT-Plattformen in einer sehr erfrischenden Konzeptphase, was die Möglichkeit neben den Standardwerbeformen im Smart-TV-Bereich als auch im Connected-TV-Bereich Marken zu inszenieren, aber auch das Thema Best Practice, also Beispiele von Kampagnenumsetzung sowohl im Smart-TV-Ads-Bereich als auch im Connected-TV-Spot-Bereich wären denkbare Themen. Also da geht es auf jeden Fall weiter. Ja, damit wären wir am Ende. Ich sage ganz vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und wünsche noch einen angenehmen Tag. Auf bald!